gibt mehrere Möglichkeiten, das Pinstriping-Design auf den Untergrund zu übertragen. Die eine wäre, man hat die Vorlage schon, platziert die genau auf den Untergrund. Dann gibt es von Saral das Transferpapier, das ist wachsfrei, so eine Art Kreidepapier. Die legt man dann einfach darunter, kopiert das Design durch, haust es ab. So, man sieht es jetzt schlecht, aber ich kann es gut erkennen und dann ist es einfach mit den Pinstriping-Farben dann nachzuzählen. Die andere Möglichkeit wäre, das Design mit diesem Zahnrädchen, mit dem Pausrad, die Linie nachzuziehen. Es gibt lauter kleine Löcher. Dann malt man die Rückseite mit dunkler Kreide vor, jetzt auf dem hellen Untergrund, auf dem dunklen Untergrund natürlich mit weißer Kreide. Komplett mit Kreide. Wischt es ein bisschen ab. Und dann brauchen wir die Linie nur noch nachzuzeichnen. Auch das wäre eine Übertragungsmöglichkeit. Noch eine Möglichkeit ist, einen Raster zu übertragen auf den Untergrund mit dem Stabilo All. Die Linien, die sind nachher wieder abzuwaschen mit Wasser, wenn die Farbe getrocknet ist, am besten am nächsten Tag. Und zur Orientierung eben die Mittellinie, auf jeden Fall ein paar Querlinien. Ich werde versuchen, das Pinstriping jetzt drauf zu malen, nur mit Hilfe der Linien. Benutzen werde ich einen MAC 3x0 von der 10er Serie. Hier zum Vergleich der Excalibur 2x0 und hier der MAC 3x0, 10er Serie. Sind eigentlich fast identisch, nur ist der vielleicht ein bisschen handlicher, der Excalibur, der hat ein bisschen kürzere Haare. Aber zum Pinstriping finde ich eigentlich den 3x0 vom MAC, die blaue Serie, 10er Serie, ist das, finde ich, optimal zum Pinstriping. Ich werde den Kabalak Hochglanzbuntlack benutzen, der meiner Meinung nach dem One-Shot-Farben in nichts nachsteht. So, nun beginne ich hier an einem Kreuz in einem Eckpunkt. Leicht andrücken. So. Und hier. Schwieriger ist, zu versuchen, links wie rechts das gleiche Bild zu ziehen und zu haben. Man beginnt als Rechtshänder immer erst links, die linke Seite, dann rechts und dann wieder links und dann wieder rechts. Das Gefühl, wie oft man den Pinsel laden muss, beziehungsweise wenn man denkt, dass zu wenig Farbe drauf ist auf dem Pinsel, das bekommt man nach der Zeit. So, dann mache ich weiter. Setze einfach hier oben an und versuche auf einen Punkt herunterzuziehen. Das gleiche rechts.
andrücken und versuchen, den Punkt zu treffen. Und gleich die Spitzen versuchen gleich auszubessern, nachzubessern. Versuche jetzt von hier oben bis da unten zu ziehen, im Kreis. Muss ich aufpassen, dass ich nicht ganz rausfahre. Versuche von dem Punkt jetzt nochmal nach unten. So, und jetzt werde ich versuchen, das Ganze ein bisschen hier in die Mitte, in die Länge zu ziehen.